Heutzutage wirkt das Stadtquartier von Daimler sehr etabliert. Ich würde sagen, auch sehr normal fast. Ja, es fußt im Wesentlichen auf dem städtebaulichen Wettbewerb, den damals ein Architektenbüro Hilmer und Sattler für sich entscheiden konnte, die empfohlen haben, den Potsdamer Platz in einem sogenannten europäischen Städtebau zu gestalten, was im Grunde genommen Renzo Piano bei Daimler auch dem gefolgt ist. Europäischer Städtebau heißt im Wesentlichen eigentlich ein Muster einer Stadt, was viele eigentlich in jeden Städten Europas wiederfinden. Also eine klassische Hierarchie von einer Straße, Bürgersteigen und einer sogenannten Blockrandbebauung, das Ganze noch modifiziert, vielleicht mit Baumbewuchs, Parkplätzen, Straßencafés und ähnlichem. Das hat also Renzo Piano sehr, sehr stark realisiert. Und man sieht auch eben den deutlichen Unterschied, wo es eben nicht so sehr von einem europäischen Städtebau gekennzeichnet ist, wenn man zu Sony rübergeht. Helmut Jahn hat dieser Empfehlung Hilmers und Sattlers ist nicht gefolgt, sondern hat das eigentlich eher vielleicht so ein bisschen fernöstlich auch gestaltet.